Heute möchte ich Ihnen etwas über das Thema Schmerzen erzählen. Dabei geht es mir gar nicht um das Thema Kopfschmerz, sondern eher um die Schmerzen der Gelenke, der Muskeln, der Sehnen oder der Bandansätze. Um diese Schmerzen zu behandeln, greift man in der Regel zu nichtsteroidalen Antirheumatikern und auch zu Cortison. Denn es geht auf der einen Seite darum, den Entzündungsprozess zu hemmen und auf der gegenüberliegenden Seite geht es natürlich darum, den Schmerz loszuwerden. Leider haben diese NSAIR, Diclofenac, Ibuprofen, Naproxen, Ketoprofen, wie sie alle heißen, einen Nebenwirkungsbereich, der leider die Durchblutung einschränkt, also Probleme mit dem Herzen, der Niere machen kann oder eben auch die Blutungsneigung im Magen-Darm-Trakt erhöhen kann. Auch bei Cortison wird immer gesagt, machen Sie irgendetwas, was die Magensäureproduktion hemmt. Und man weiß auch, dass Cortison zu einem Abbau von Muskelmasse und zu einer Herabsetzung der Reißfestigkeit von Sehnen und Bändern führt und dass auch die Zunahme des Knorpelabbaus im Gelenk unter Cortison zunimmt. Schön wäre es doch, wenn man das anders darstellen könnte. Auf diesem Gedankenkonstrukt fußt diese Therapie mit dem autologen zytokinreichen Serum, die ich eben seit 2012 regelmäßig anwende. Und das Geheimnis dieser Therapie ist eigentlich ein solches Röhrchen. In dieses Röhrchen wird das Blut des Patienten umgefüllt von oben und wird dann mit den darin enthaltenen Kügelchen so weit bearbeitet, dass die Immunzellen stimuliert werden. Und dieses Blut wird dann anschließend bebrütet für 3 Stunden. Dann kommt das ganze Ding in die Zentrifuge, das dreht sich, sodass sich hier unten der Blutkuchen ansammelt und wir hier oben im Überstand das zellfreie Serum haben. Das wird hier oben rausgezogen und das steht uns dann zur Verfügung, um damit in die Nähe von Sehnen und Bändern oder in die Gelenke hinein oder auch in irgendwelche Muskelverletzungen gespritzt zu werden. Warum ist dieses Serum so wertvoll? Dieses Serum enthält deutlich mehr regenerationsfördernde Wuchsstoffe, als wenn man nur Blut und normales Serum nehmen würde. Messungen an Patienten zeigen, dass nach der ersten Stunde der Bebrütung sich die Botenstoffe, die aus den Blutplättchen freigesetzt werden, was man also mit den klassischen Thrombozyten oder platelet-rich Plasmatherapien beabsichtigt, bereits komplett in dem Serum befinden und sich auch in der Folgezeit nicht weiter vermehren. Die Wuchsstoffe aber, derer es 4 Gruppen gibt, tun das sehr wohl. Bei jedem mehr, nicht bei jedem gleich viel, aber bei jedem mehr. Und auch andere Botenstoffe, die das Immunsystem modulieren, entwickeln sich und haben die Möglichkeit, Autoimmun, wie bei Rheuma zum Beispiel oder bei Schuppenflechte, getriggerte Immunprozesse zu antagonisieren. Der Vorteil dieses Gedankenkonzeptes liegt darin, dass wir keine Fremdsubstanz einsetzen. Wir müssen also nicht mit Nebenwirkungen oder mit Allergien oder mit Unverträglichkeiten rechnen. Dieser Effekt ist in der Sprache des Körpers getätigt, also mit ihren Botenstoffen, ohne Zusatzstoffe, ohne Nebenwirkungen, die irgendein Medikament oder eine Fremdsubstanz auslösen könnte, sondern lediglich in der Sprache ihres Körpers und genauer und nebenwirkungsarmer kann man eigentlich dem Körper nicht sagen, was er machen soll. Jetzt muss er es nur noch tun.